Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800. Es stehen wieder abenteuerlustige... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Genau, genau das meinte ich. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, ist okay. Mach doch das jetzt hier weg. Mensch. Go for it, my friends. Na gut. Unter Beschuss. Ach ja, genau hier. Bereit zum Auslauf. Ihr seid wieder ready. Gerade kurz vor der Aufnahme hat der Pirat mir einen... Nicht einen Krieg erklärt, aber war kurz davor, mir einen Krieg zu erklären. Da müssen wir mal aufpassen, dass der hier nicht zu frech wird. Die Augen so. Auf dem Horizont. Drei Dreadnoughts. Hier können wir upgraden, das ist gut. Gleich weitermachen hier. Von Drum nach Milchkuchen und du machst von Mel nach Drum. Okay. Hauptsache es funktioniert alles. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr schön. Bauen wir das Ding mal wieder auf. Dann gucken wir nochmal hier mittels der Supertaste. Nee, was war's? J war's, ne? Ja, genau. Naja, was ist denn hier passiert? Na, hört mal. So. Was kann ich für dich tun? Gut, die Brücke zählt nicht. Gut, dann müssen wir jetzt hier auch erstmal uns fröhlich durchkleistern. So. Da noch. Okay. Gut, sehr schön. Haben wir das. Flotte bereit. Dann zieht ihr jetzt mal nach hier unten. Wenn ihr da seid, dann geht's gleich weiter. Ich weiß ja nicht, was ich mit den dreien da machen soll. Die gefallen mir da auf jeden Fall nicht so ganz. Na gut. Kümmern wir uns erstmal um die wesentlichen Dinge. Nämlich die Dekorationen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das machen soll. Wie wäre es denn hier mit einer Reihen? Sowas in dieser Art zu machen? Jetzt riecht das Schießpulver in der Luft. Das ist, glaube ich, eher semi-sinnvoll. Weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Sinn das ergibt, aber I did it. So, hier kommen jetzt lustige Weihnachtsbuden hin. Buden für den Weihnachtsmarkt. Machen wir einmal das Ding da bitte weg. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Da muss das weg und das muss auch noch weg, damit wir nämlich da so ein Ding hinsetzen können und da. Die müssen wir natürlich auch wieder wegreißen. So, da wollten wir hin.
Schießbuden und so einen Scheiß machen wir jetzt mal nicht. Wir machen mal hier wieder so ein... sowas hin. Du kommst weg, damit das dahin kann. Würde ich das aber gerne wegreißen. Ganz. Wie wäre es denn so? So, ja, so rum. Schiff unter Beschuss. Ja, hör mal. Dort unterwegs. Das geht jetzt ja mal gar nicht, du. So ja nun nicht. Sehr schön. Bin stolz. Flotte legt ab. So. Dann zurück zu unserem städtischen Problem. So, dann vielleicht ein bisschen was Lichtertechnisches. Mann, ich verliere immer wieder hier den Überblick, wo was ist, Mensch. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Ich hätte gedacht, ich komme damit besser zurück. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Das ist da. So, dann... genau so hatte ich mir das vorgestellt. Jawohl, so in der Art. Und jetzt machen wir hier Verkaufsstände. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So rum dann halt. War nicht so ganz geplant. Einer sollte eigentlich reichen und hier hinten kommt noch der Käsestand hin. Käseplatte. So. Hier kommt dann... das ist ja Quatsch. Das machen wir mal nicht. Aber wieso merke ich mir das denn nicht, wo dieses Kackding war jetzt hier? Mann. Da. Na. Dankeschön. Na, so ist doch besser. Juti.
Dann. Eins, zwei, drei. Was kommt jetzt in die Mitte hier jeweils? Eine Statue? Weiß es nicht. Mein Leben ist halb gemacht. So. Na, guck mal. Und dann kommt hier in die Mitte so ein Dude. Was machen wir hier drüben? Vielleicht können wir hier so ein... Ja, Lufthafencafé hinsetzen, genau. Guten alten Sandwiches. Vielleicht hier auch einfach nur so solche Dinge? Weiß ich ja noch nicht so. Ist irgendwie nicht so zufriedenstellend, aber ich weiß jetzt auch echt nicht, was ich anders machen soll. Die Bäume ein bisschen anders hinsetzen, dass sie symmetrischer sind. Aber das geht ja auch nicht so richtig symmetrisch. Ne? Ich lasse es erstmal so. Bop, bop. Dab, dab, dab. Das sind eigentlich irgendwelche gravierenden Einflüsse, dass ich jetzt hier die Straße da weggenommen habe. Wird schon passen. Eine Fotoecke. Mache er mal bitte Tag. Das macht nicht so viel Sinn. Eine Bühne. Eine Bühne. Nee. Ein Kinderspielplatz. Porträtzeichner? Den können wir mit nach hier vorne packen. Luftballonverkauf. Dann... Nee, die machen wir nicht. Wir machen hier ganz normale Sachen hin. So. I knew it. So dumm, ey. Also wirklich, das ist ein Fehler, den hätte man nochmal beheben können. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Das ist schön. Kopfsteinpflaster, schön und gut. Das lustige Friedhofspflaster. Das ist auch noch so eine Sache. Schiff unter Beschuss. Der Baum ist ein bisschen mächtiger als erwartet. Aber das Ding können wir hier nochmal hinsetzen. Wenn wir das dann nochmal wegnehmen und hier hinsetzen, dann können wir hier das machen. Stört mich gerade, dass da so wenig Baum ist. Ich hätte da gern mehr Baum.
Aber ansonsten passt das eigentlich sehr gut. Spielt jetzt hier gerade Anno? Anno Musik? Klar, nee, 1800 ist das? 1404? Hört sich irgendwie so an. So. Le Pizza. Haben wir hier noch irgendwie ein bisschen was? So, irgendwie sowas, was ein bisschen Licht macht. Dann hier einmal... das Gute. Also hier muss ich sagen, passen die Dinger tatsächlich sehr gut hin. Das hat halt nichts mit Friedhof zu tun. Naja. Haben wir hier noch geile Säulen, die wir hier mal hinsetzen können. Achso, dich können wir ja allgemein mal... So. Markt Hall. So. Und hier Toiletten, Unterführung. Krieg, es steht in allen Zeitungen. Das eine ist ein Fotoeck und das andere ein Porträtzeichner. Das finde ich ergibt jetzt ja nicht so viel Sinn, wenn an beiden Ecken dann gezeichnet wird. So, hier U-Bahn. Dann... Trinkbrunnen, auch nicht schlecht, aber... Dann will ich also sowas. Und hier können wir vielleicht die Dinger mal hinsetzen. Einfach so. Und hier machen wir das hin. Aber das würde ich lieber ersetzen durch so etwas in der Art. Und dann kommt hier halt sowas hin. Oder vielleicht sieht es noch besser aus, wenn wir den da hinsetzen. Oder wir setzen den da noch, machen das so. Gut, die Bank dahinter macht jetzt natürlich nicht so viel Sinn, aber okay. Ich bin bereit, zur Marine zu gehen. Öffentliche Toiletten. So. Dann lassen wir die Bude jetzt hier erstmal so weit stehen. Und wir switchen einmal hier herüber. Räusper, Räusper, Entschuldigung. Dann feuer mal den Torpedo da weg. Schiff unter Beschuss. Zum Angriff. Hände weg. Thank you.
Sehr schön. Ich finde es übrigens mittlerweile schön, dass die Torpedos einfach durch die Hafenblockaden hier durchfliegen. Das war ja auch nicht immer so. Ich weiß aber nicht, ob das an der Mod liegt oder ob sie das allgemein gepatcht haben. So. Dann zerrudelt mal die Bude da. Hier. Direkt den nächsten hinterher. Torpedo, let's go. Besetzt die Station. Dann kannst du da nochmal ein Torpedo hinböllern. Feindliches Ziel erfasst. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Das ist doch schön. Bumm. Wunderbar. Zur Hölle mit der Kunst. Ich will mein Eiland zurück. Rein zum Ausgang. Sie werden das alles nie wirklich zu schätzen wissen. Ist mir egal. Du fühlst dich überall zu Hause, was? Aber richtig. Maschinen laufen an. So. Dreadnought können wir nicht Dreadnought nennen, das ist die. Nennen wir sie mal wieder Yamato. Einfach so. Hi. Cool, Kohle. Nice. Cool, noch mehr Kohle. Nice. Wir drehen bei. Cool, noch mehr Kohle. Haben wir irgendwas Episches? Ja. Still gestanden! Nichts von ausgepuffter Krassheit. Pop, das war's. Cool, ein bisschen gehacktes. Nehmen wir mit. Die Augen auf den Horizont. Oxid, nehmen wir mit. Maschinen laufen an. Cool, noch mehr gehacktes. Gold und Bauxit. Episch. Noch mehr Bauxit. Super. Maschinen laufen an. So, dann fahren wir los, mein Freund. Und wir das Gulasch hier abladen können. Wir drehen bei. So, und du das hier abladen kannst. Oder halt auch nicht. Hi. Und dann. Formation einnehmen. Ja, Piraten. Achso, mit dem bin ich ja noch im Frieden. Alles gut. Lotto bereit. Da 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 da. Flotte geht auf Fahrt. Jetzt gibt's aufs Schnauzen. Aber volle Möhre. Flotte bereit zum Feuern. Puff! Laufen Koordinaten an. So, jetzt können wir auch mal wieder getrennten Speed machen. Schiff unter Beschuss. No one will escape. Und. Oh, gerade noch so erwischt. Mega gut. Bumm, bumm, weg mit dir. Hehehe. War schön mit dir. Cool.
Komm, da fahren wir von hier oben ran. Flotte legt ab. Also einmal bitte hier hinfahren und Hafen blockieren. Und danach cruisen wir dann da gleich rein. So, sehr schön. Können wir auch weiter ausbauen, das gute Stück. Haben wir hier Segel? Nein, haben wir nicht. Hätte ja auch mal jemand mitbringen können hier, Segel. Manu. Mehr Druck im Kessel. Eins, zwei, drei. Kiste unter Deck. So, einmal rübergereicht und dann könnt ihr zurück in die alte Welt nach Milchkuchen. Und hier haben wir halt noch ein schwimmendes Depot. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. So fühle ich mich wohl. Tortilla-Bäckereien anstelle von Mais verarbeitet das Gebäude Bananen. Okay, cool. Wo sind meine Tortilla-Bäckereien? Weiß wahrscheinlich keiner, ne? Doch, hier hinten, das hier. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Nee, brauchst du nicht, alles gut. So. Bam, bam, bam. Sehr schön. Bim, bim, bim. Gehen wir wieder hier. Und dekorieren noch ein wenig, bevor es zu dem nächsten Kampf kommt. Vielleicht machen wir den nochmal weg und setzen hier ein paar Pilpom hin. Oh, was wir auch machen könnten, wenn wir den hier rüber sitzen. Wir könnten natürlich auch dann... Gut, die Straße ist schon wichtig. Die hier bestimmt auch. Bestimmt. Ne, dann müssen wir mal den hier wegmachen. Pass auf, dann machen wir das hier auch nochmal weg. Das machen wir weg. Setzen den hier so hin. So. An sowas hatte ich jetzt irgendwie gerade spontan gedacht. Das ist vielleicht nicht so super krass. Aber... Ich fand das jetzt irgendwie ganz cool. Okay. Schiff unter Beschuss. Könnte man vielleicht demnächst nochmal ein bisschen größer und ein bisschen epischer machen, aber jetzt gerade war es erstmal I.O. Alle Mitarbeiter sind anwesend. Okay. Dann hier nochmal. Einmal das. Einmal das. Just for the light.
Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Cool. Hallo, Vizeadmiral. Was ist denn hier los? Ach du Scheißendreck. Nett, dass er da oben mal aufgeräumt hat. Finde ich gut. So, dann haben wir jetzt hier erstmal keine Luftlücken mehr, ne? Das ist doch schön. Der Straße hier fehlt noch, gut. Du hast immer noch keinen Strom. Das finde ich verurteilungsreif. Es wäre gut, wenn wenigstens dieses Gebäude versorgt wäre. Das ist richtig. I do my very best, aber irgendwie haben wir hier kein Öl. Ich habe auch gerade keinen Einfluss, um mir neue Öltanker hier ranzuholen. Halt, stopp, was habe ich denn da gerade gesehen hier? Bereit zum Auslaufen. Ja, moin. Da hat's aber jemand wieder übertrieben. Beidrehen. Genauso wie hier. Alles klar. Du fährst mal dahin und sorgst dafür, dass wir hier Materials bekommen. Hier wurde beschädigt. Ach, Leute. Ich hab doch... Also... Diesmal weiß ich wirklich nicht, was euer Problem war. Stillgestanden. Hört mir an. Ach, Leute, was zerstören wir denn mal hier einfach? Kriegen wir den dazwischen geböllert? Schiff unter Beschuss. Sie ruinieren alles. Mensch. Feindliches Ziel erfasst. Formation einnehmen. So. Feindliches Ziel erfasst. Formation einnehmen. Scheiße, die versinken jetzt hier gerade echt mein Schiff. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die Augen auf den Horizont. Die MS Dreadnought wurde vernichtet. Okay, Alter, was ist denn los mit euch? Hey, ihr macht hier richtig Stress. Gott verdammt. Wir tun unser Bestes. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass das so weit kommt. Warte mal, dann mach du mal dich da jetzt hin und schieß mal da rein. Wir tun unser Bestes. Noch schwimmen wir, Admiral. Nimm mal das da mit. Wenn du das hast, dann haust du bitte ab. Wir tun unser Bestes. Oh, Scheiße, die Seeminen. Wir wurden beschädigt. Herum mit dem Ruder. Die
Augen auf den Horizont. Und du fährst mal straight hier ab. Nehmen Fahrt auf. So, du zerlierst erstmal die Bude da. Okay, jetzt. Jetzt können wir weiter erzählen. Huff! Warte mal, da können wir doch auch mal. Halt, stopp. Mann! Was ist denn los mit dir? Warum switchst du denn jetzt hier über die ganze Karte? So. Ich will doch hier nur. Komm, jetzt schieß noch mal bitte. Schnell. Dankeschön. Noch schwimmen wir, Admiral. Ich will doch hier nur noch mal ein Torpedo da hinten reinfeuern. So, jetzt hier noch eine Salve. Sehr schön. Und jetzt können wir hier in aller Ruhe noch den ganzen restlichen Hafen zerledern. Besetzt die Station. Glanzlicht inmitten all der. Haben wir hier noch irgendwo anders Hafenbereich? Ja, da oben. Und hier unten. Okay. Schade. Ich hatte echt gehofft, dass es reicht, dass sie zu vernichten, so. Warte mal, haben wir nicht noch. Hallo. Luftschiff. Können wir hier noch ein paar Bomben irgendwo hinflacken? Das geht ja hier eher weniger, weil hier fehlt jetzt ja die Segelproduktion. Aber wir haben doch bestimmt Baumwolle über hier, oder? Ja, gut. Wir können auch gerne hier nochmal so einen Dude hier hinstellen. Na gut, den eher weniger, aber den, der dürfte gehen. So. Für den Moment sollte das auch gehen. Wir tun unser Bestes. Alter, er hier mit seinen 600 Leben, die er noch über hat. Ich gehe kaputt, ey. Herum mit dem Ruder. Gut, und übrigens müssten wir dann einmal hierher. Ach so, ja. Du bist jetzt gerade hier angekommen, das ist natürlich schön. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wird angegriffen. Das nehmen wir mit. Nee, das nehmen wir nicht mit. Ihre Insel wird angegriffen. Das nehmen wir mit. Jetzt schon. Oh Gott, ich überwürfle hier die ganze Zeit die Torpedos. Gibt keine Torpedos mehr. Doch, jetzt hier nochmal. Sehr schön. Gut, reicht erstmal. Dann pack doch die da raus. Dankeschön. So, und die packst du rein und dann fährst du los. Ist erstmal wieder hier hin und fährst du hier runter und hier oben nehmt mal ein paar Segel mit. So.
und ein paar schwere Geschütze. Und die bringt er jetzt nach unten. In die neue Welt. Nach Manola. So. Wir wurden beschädigt. Du machst das hier ganz wunderbar. Hauptsache, der Angriff wird nicht abgebrochen. Aber hier schon mal alles zerledert, ne? Oder? Jetzt zerschießt er hier die Gebäude an Land. Oh, nicht schlecht. Schiff unter Beschuss. Oh, Junge! Es kommt davon, wenn man so unnötig riesige Wendekreise hat, ey. Gibt's nicht, ey. Platz für Neue. Och, nervt das. Also erst, ja gut, ich muss sagen, ich habe nicht dran gedacht, aber dieser Wendekreis. Na gut, Schiffe können halt nicht auf der Stelle drehen. Das ist ein Wunschdenken aus 1602. Na gut, das Wichtigste war, glaube ich, aber auch runter. Nichtsdestoweniger würde ich trotzdem hier gerne einmal das hier alles abladen und dann hier einmal runter cruisen und das da einsammeln, weil ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das einsammeln, dann das und das und das und das und dann haust du wieder ab. Moment. Anders. Naja. Ja, jetzt haben wir immerhin ein bisschen Einfluss über, ne? Das war auf jeden Fall eine Nullnummer. Sag ich so, wie es ist. So, und du kannst dann jetzt hier auch mal in die neue Welt fahren, weil da brauchen wir dich. Manola. Es tut mir echt leid, ne? Ich weiß nicht, was ich hier mit meinem Hals habe. Das ist jetzt aber schon ein, zwei Wochen. Ich befürchte, hier braucht. Ernsthaft. Ach, dieser Gasparov, ne? Der geht mir schon ziemlich auf die Nerven. Naja, komm her, wir pimpen mal hier ein paar von unseren Häusern. Was fehlt denn euch? Die Bedingungen sind schlecht. Eine Schule. So. Jetzt seid ihr wieder happy, ja? Schön. Sehr schön. Wir müssen Hütten bauen. Sie teilen meine Neugierde. Ja. So, du kannst dann da ja gleich erst weg, weil wir brauchen noch die Schule für die hier. Aber entspringen meiner Leier. Pelzmittel fehlen. Okay. Das Leben hier ist eher statisch.
Aber haben wir doch schon mal jetzt hier wieder ein paar mehr Ingenieure ranbekommen. Ne? Das ist schon mal schön. Mehr Handwerker. Schiff unter Beschuss. So, einmal alles zur Handwerker aufgepimpt. Sehr schön. Ihr auch. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Grundversorgung? Mehr als genug. Viel zu wenig. Achso, ja, das ist aber, das wird ja hier auch auf Hemlock produced. Ja, trotzdem zu wenig. Brot passt. Seife, wie sieht's aus? Supala. Passt. Bier, viel zu wenig. Brauchen mehr Gulasch, mehr Nähmaschinen, viel mehr Pelzmäntel, Brillen. Und der Rest geht. Schokolade, na gut, da habe ich aber nie was produziert. Also, ich brauche Konserven, Nähmaschinen, Klamotten, Brillen. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Ja. Da hast du natürlich recht. Verdammt. Okay. Gut, Hochräder waren jetzt eigentlich nie so das Problem. Aber das ist gerade in Ordnung. Wir brauchen dann noch. Also Konserven haben wir. Nähmaschinen. Was sind hier drüben? Hatten die. Nicht wirklich. Vielleicht dürstet es sie nach etwas Elegantem. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Gut, Nähmaschinen passt. Theoretisch, wir können ja trotzdem noch mal eine mehr bauen. Geil, passt. Können wir hier die da hinsetzen. So rum ist besser. Haben wir die Nähmaschinen, dann brauchen wir jetzt nur noch Pelzmäntel. Und die Pelzmäntel waren... Wo waren sie? No one knows. Hier, stimmt, hier drüben waren sie, ja. Ganz schön knifflig. Ach, deswegen brauchen wir ja auch Strom. Ich erinnere mich. So, guck mal, du kriegst nochmal ein gratis Update, der dekorationshalber. Normalerweise produzieren die alle doppelt so viel. Das heißt, wir würden jetzt eigentlich 32 produzieren. Das würde ja reichen. Wir brauchen, brauchen viel mehr Wolle hier. Wer sich das hier hat einfallen lassen, das gehört ja auch gesteinigt, du. Das machen wir mal so hier, zack, zack. Und dann kommst du mal nach da. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. So. Ich weiß gar nicht, ist das richtig hier? Ja, ne? So. Zack.
Das nennt man Platzersparnis. Na gut, fast richtig. So muss das sein. So, zack, zack, zack. Ist leider schief. Du musst so hin. Damit die so hin können, der dahin. So. Einige Felder könnten helfen. Bams. So. Das würde jetzt erstmal reichen, oder? Ich denke mal so. Ach so, ja, hallo. Rettungseinsatz. Wie sieht's aus? Seien Sie unser Leitstern. Ja, komm, gönnt euch. Perfekt. Und tschüss. Und da wollte ich eigentlich hingucken hier. Ne, war es das nicht? Den Typen im Schnauzer. Der hier. Oh, Rabauke. Krass. So. Sehr schön. Du bist angekommen in dem Hafen. Das heißt, du bist safe. Du bist auch gleich da. Das ist ebenfalls wunderbar. Und du hast nichts mehr einsammeln können. Das ist bedauerlich. Aber ist jetzt so mal so. Hier sind alle Schiffe abgesoffen. Das ist natürlich ganz hervorragend. Neue Befehle? Ja, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Platz zu machen. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ach, 6 und... Okay, hätte ich gar nicht versenken müssen. Hups. Ja, Tanker bereit. Ja, komm her, du gehst doch auch nochmal mit auf die Route. Neu nach Kap. Öl. Let's go. Halt. Gute Hoffnung, du kommst mit nach hier vorne. Wobei, der verlegt man nach dort. Boah. Da ist eine Lücke. Was setzen wir denn mal hier rein? Wie wär's denn mit so etwas? So etwas. Und so etwas. Man kann die Kriegstrommeln hören. Ja, ist okay. Eigentlich wollte ich ja auch die ganze Stadt nochmal umbauen, ne? So umsetzen und alles, aber... Zu spät. Zu spät. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fertig. Dann nichts wie los. Hier irgendwie. Nee.
Nee. Ich jetzt hier auch gerade nicht. Also ein bisschen schön kann man es ja schon mal machen. So ist ja nicht. So. Dann hier die nächste Postfiliale. Ich bin bereit, zur Marine zu gehen. Ja, einfach, aber okay. So. Hier machen wir es wieder sehr einfach, auf diese Weise. Ich weiß nicht, ich finde das ist ein richtig schönes Ding. Das haben sie gut eingefügt Schiff hier. Unter Beschuss. Das gefällt mir. Eine Uhr. Eine urige Uhr. Hotels. So ein Knüppel hin und hier kommt das Ding hin. So einfach geht das. Und hier haben wir nochmal so ein Loch. Da könnte man doch jetzt einfach mal spaßeshalber. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Cool, Kapitänin Katja. Herzlich willkommen. Scheiß, dieser Kaktus, ich habe ihn halt immer noch nicht fertig gebaut, ey, das gibt's doch nicht. Ach, wenn Faulheit eine Definition wäre, dann wäre es wahrscheinlich diese. Na gut, hier können wir das zur Abwechslung mal nicht machen. Da würde ich schon eine Stadtmauer einbauen. Nee, was? Oder vielleicht doch eher Ihr Hafen wird angegriffen. Boah, ich denke, so passt das. Nein, wie kannst du es wagen, du Schlingel? Die Insel wird angegriffen. Und hier wollte ich hin. Wo bist du hier hingefahren? Du bist ja doof. So. Er ist auch wunderschön hier, ne? Das Lager vom Allerfeinsten. Wie sieht's denn hier aus? Ihr habt alles, ne? Euch fehlen nur Nähmaschinen. Die kriegen wir doch auch noch zusammen. Du fährst dann mal in die alte Welt nach Milchkuchen. Wir switchen nach Milchkuchen und snacken uns hier gleich mal so 500 Tonnen Nähmaschinen. Na
Ende, Manöver! Na, guck mal hier. Da kann man sich doch mal kurz was mitnehmen. Auf in die neue Welt nach Manola. Und dann kriegen wir ja auch gleich die Aristocats zusammen hier. Ne, wie heißen sie? Artistas. Aber ich würde sagen und nicht lügen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Und dann kriegen wir vielleicht auch... Oh, krass, wie sich das jetzt hier schon alles verändert hat. Vielleicht kriegen wir dann auch den Eiffelturm mal fertiggestellt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, einen wunderbaren Tag noch. Ciao.